Hi, heute geht es um ein Projekt mit unerwarteten Folgen, dem chatgesteuerten Leckerli-Spender. Ich habe für Alice einen Futterspender gekauft und dann festgestellt, dass ich mich mit der Größe ein bisschen verschätzt habe. Ein kleines bisschen. Fast ihre Größe? Nicht ganz. Nicht so beeindruckend. Also dachte ich mir, wir können das Ding eigentlich umbauen. Okay, der Plan ist dieses Mal wirklich kompliziert. Wenn ihr das nicht versteht, ist nicht so schlimm. Zuschauer buttern Kanalpunkte rein, der Gerät kotzt Leckerli und ist sehr glücklich. Bei dem Projekt geht es also um Alice, meine Freundin. Sie mag mich. Ich bin ihr wichtig. Wirklich. Ich liebe der Gerät. Leckerlis, Leckerlis, best friends forever. Ich brauche nur noch der Gerät. Wer bist du nochmal? Verbaut habe ich neben dem Motor, der schon in dem Ding drin ist, ein ESP und das Motording zum Ansteuern. Also ich habe das Ganze aufgeschraubt, um reinzugucken, was uns da erwartet, und es sah gut aus. Ich schraube die jetzt mal auf. Ah, das sieht auch aus, als hätte ich das selbst gebaut. Also außer, dass da Kabelbinder dran sind und ich hätte kein Kabelmanagement, aber sonst. Also viel ist da nicht drin. Bist du der Motor? Es war der Motor. Die zwei Drähte, die man da sieht, gehören dazu, sind auch eigentlich die einzigen, die ich benutzt habe. Und wie der Rest angeschlossen ist, kann man hier in dem Schaltplan sehen. Wo bleibt denn jetzt mein Snack? What could possibly go wrong? Jetzt wird es spannend. Gibt's gleich magischen Rauch oder nicht? Nein. Ich denke, dass es so funktioniert. Es müsste so funktionieren. Es hat nicht gebrannt und das ist ein gutes Zeichen. Das hier ist das Ding zum Motor ansteuern. Hier kommen die Pins ran, hier die externe Stromversorgung. Und hier an der Seite kommt der Motor rein, beziehungsweise wenn man zwei hätte, wäre da drüben auch noch ein Platz dafür. Leckerlis, Leckerlis. Ich kann das auch so ein bisschen rausbrechen. Leckerlis. Auch so ein Ding mit meinen Projekten. Das ist einfach überall Heißkleber. Okay, gucken wir noch kurz in den Code. Hier ist so ein bisschen Internetverbindungszeug, Hostname, Wi-Fi-Daten und so weiter, wie bei den anderen Projekten auch. Dieses Mal ist halt kein Sound drin, deswegen ein bisschen kürzer. Und viel passiert da gar nicht. Meine Sachen reagieren ja alle einfach nur auf Webhooks und hier heißt es nur, wenn Webhook, dann kotz Leckerlis. Also bewegt den Motor für eine bestimmte Anzahl an Sekunden und dann Stopp und Strom runter. Okay, es ist Test. Okay, das sind zu viele. Oh, nom, nom. Okay, halt Schmerz. Stopp. Nom, nom. Halt Stopp. Stop it. Sieht gut aus. Okay, ich gebe es jetzt frei. Also die Schüssel brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Om nom nom. Nom nom. Nom nom. Best friends forever. Du hast sie an mir noch nie geklebt? Ist das okay für mich? Ist das gar kein Problem? Ja, das war die Geschichte, wie ich die Zuneigung und Loyalität des Hundes an eine Maschine verlor. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich ziehe das natürlich vom Abendessen ab. Sagt ihr nichts davon, sie weiß es nicht. Was? Hallo? Wie bitte?